Chef, das wäre auch ganz cool. Da würde sich richtig freuen, bestimmt der Karl-Heinz, du. Und ja, was wollte ich denn sagen? Versteht er? Hab's schon wieder vergessen. Er kennt mich ja. Wisst ihr, wie das ist? Frankfurt, New York. Nee, falsch, stopp. Halt, stopp, halt. Nein! Aber jetzt ist er in Frankfurt wenigstens. Was soll's? Unbesetzt, na schön. Dann von Frankfurt nach Montreal. Ne, das passt nicht mehr an den Tag. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall am nächsten Tag fliegen. Und ich würde sagen, wir nehmen auch hier wieder 90 Minuten Wartungsarbeiten einfach ganz dreist rein. Von Montreal nach Frankfurt. Von Frankfurt nach Montreal. Von Montreal nach Frankfurt. Wie sieht es dann aus hier nach den 40%? Naja, gut, da müsste man schon sagen. Hey, vielleicht könnten wir hier nochmal nach Berlin fliegen lassen. Aber ist ja auch Quatsch, oder? Oder? Da, oder? Da, 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 da. Ach, wir müssen es mal hier, da. Hier, guckst du mal, da, hier, wo ist denn? Luxuspreise. Ja, wenn schon, denn schon, wa? Haben wir überhaupt überall Luxuspreise? Hammer. Sorgfältig, wie wir sind. Jetzt könnte man eigentlich hier sagen, hey, hier könnte man noch den ein bisschen fliegen lassen. Wird der noch hinpassen? Wie lange fliegt denn der? Lass mal noch Frankfurt-Berlin nehmen. Gucken, ob die das noch kann. Lass mal die Maschine mal voll aus. Was sollst du? Ich kann mir die da noch mehr ausnutzen. Frag mich niemals nach meinen Geschäften. Hallo. Ich hätte gerne was von deinen Geschäften gewissen, Pro. Du musst so rum. Frankfurt, Berlin. Jetzt können wir nämlich mal schauen. Jetzt haben wir nämlich zwei Flugrouten gemietet. Und schauen einfach mal, hey, wie sieht denn das dann aus von Kosten? Ich kann mir die sogar heute noch mal fliegen lassen, ne? Wird sich deswegen noch lohnen, wa? Frankfurt, Berlin? Warum ist denn? Verdammt. Von Frankfurt nach Berlin nochmal. Berlin nach Frankfurt. Wieder in Frankfurt, das heißt, wir können die abends echt noch mal fliegen lassen. 30 Minuten halt. Von Berlin neben Frankfurt. Auch 305 Passagiere reicht natürlich nicht ganz für das. Das muss sicher noch ein kleines Flugzeug, aber ich denke, da wird man auch einen Großteil schon mal der Strecke abdecken. Das wird sich auch, glaube ich, lohnen. Aber jetzt würde ich mal gerne wissen, ob wir da Gewinn machen. Zack. Gönn dir. Spulen wir schnell vor. Oh ne, muss ich natürlich auch sagen, hey, ich hätte gerne hier auch Luxuspreise, weil... Berlin, Frankfurt, da hätte ich noch gerne. Frankfurt, Berlin, Frankfurt, Berlin. Da, 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 da. Das kommt, kauft mal. Jetzt interessiert mich das aber, wie das dann aussieht. Ob man das noch lohnt, ob man sagen kann, hey, warum nicht? So eine kleine Strecke sind 305, da sind vielleicht auch nochmal die Routenmieten drin. Die kostet doch gar nicht so viel. Steht das nicht irgendwo wie die Routenmiete pro Tag? 203.000. Sie müssen mit einem Flug auf jeden Fall mehr als 203.000 machen. Sobald wir den machen, lohnt sich schon mal minimal. Können wir aber auch, glaube ich, so machen dann. Das müsste eigentlich reichen. Oder reicht das dann? Ja, reicht. Können wir sogar so schön testen, seht ihr das? Jetzt kauft doch mal die Tickets da. Seht ihr, man nehme ich hier auch schon unser Flug an. Hier ist nämlich Berlin, hier ist unser. Dass es nämlich schon losgeht. Er möchte nur noch nicht so richtig aktualisieren die Preise. Hallo? Zielerwartungszustand. Achso, ja gut, klar, weil er ja hier... ...240 Passagiere. Also muss schon, ne? 2 Minuten pro Tag. Das lohnt sich noch nicht so richtig. Da müssen wir auf jeden Fall noch mal kleine Strecken dahin machen. Da können wir vielleicht sogar noch mal ein kleines Flugzeug von uns klonen. So, Frankfurt-Strecken. Ist das jetzt eine Strecke pro Tag? Ach, 20... Mietprodukt 20.000, ich war auf einer anderen. Ja, dann lohnt sich das schon, ne? Dann kann man das schon sagen, dann nehmen wir das nochmal mit. Das sind 180.000 Gewinn pro Strecke ungefähr. Das ist okay. Wenn wir die einem fliegen, dann sind das ja, 360.000 nochmal haben oder nicht haben.
Kann man schon mal nehmen, du. Da müssen wir es nämlich doch nicht machen. Coole Sache. Na, wenn das mal nicht ein Gefällt-mir-Button bekommt, das hoffe ich doch. Oh. Ich kaufe. Wollen wir Hosen kaufen? Nein, schade. Der hat bei die 1 Milliarde Wert erreicht. Schon ziemlich deprimierend gerade, fällt mir auf. Jetzt schauen wir, wie der Tag läuft. Wir gucken nämlich jetzt mal, jetzt wo wir den Tag übersprungen haben, wieder einmal, wer hätte das gedacht, wie das jetzt aussieht mit dem neuen, mit der Berlin, mit der Frankfurt-Montreal-Strecke. Ich denke, das wird sich auf jeden Fall jetzt auch lohnen. Guten Morgen. Hallo. Kommen wir. Man erwartet bestimmt jetzt auf jeden Fall zum Vortag einen riesen Gewinn, glaube ich, entstanden. Würde ich jetzt mal schätzen. Oh nee. Aber wir können was kaufen. Sie werden schon wieder 60 Millionen. Wir haben eben bei 30 Millionen das Maschine gekauft. Da hat man bei 21 Millionen oder so nur noch. Ist ja Wahnsinn. So, wo ist das? Trier war das, genau. So, wie sieht es hier aus? 1.500.000. Die wollen frühestens nicht am 4 Morgen so fliegen so gerne. Ist mir schon aufgefallen. Am Abend fliegen die irgendwie lieber. Lohnt sich das trotzdem vom Geld her? Rechnet sich. Alles, was sich rechnet, nehmen wir mit. Jetzt überspringen wir den Tag mal und schauen mal, was wir an Gewinn machen. Müsste jetzt auf jeden Fall spürbar mehr sein, meiner Meinung nach. Denke ich. Ja, doch, würde ich sagen. Weil cool wäre auch, wenn man jetzt mehrere Flugstrecken hätte, um das Thema noch aufzugreifen, könnte man zum Beispiel sagen, ich spezialisiere mich nur auf Inlandsflüge. Ob sich das rechnen würde mit großen Maschinen? Ja, ich denke schon. Müsste man schon viele haben, aber so denke ich, dass man sich rechnen. Oder großteils. Da könnte man zum Beispiel von Deutschland nach, von Berlin nach Hamburg, von Frankfurt nach Hamburg, alle möglichen Sachen ansteuern. Oder auch meine Heimatstadt Erfurt, das würde man hier reinbringen. Aber cool wäre es. 40 Millionen gewinnen. Das nehme ich mal übel, du. Ja, das kann man sich auch sehen lassen, ne? Wir müssen gucken, 23 Millionen. 30 Millionen plötzlich. 7 Millionen mehr, ne? Und 7 Millionen ist schon ein Stück, ne? Wir haben jetzt schon übrigens von den Routenpreisen, von den Routeneinnahmen bald ihn überholt. Der übrigens auch sehr viel da schon gemacht hatte. Aber der gibt einfach so viel Geld an uns ab mittlerweile. Das arme Schwein. Ich glaube, ich wäre bereit, für Aktien zum Beispiel auch einen Kredit aufzunehmen. Wenn man sagt, hier, okay, der verkauft Aktien, zu sagen, hey, mir fehlt jetzt 120.000, 50 Millionen oder so, da würde ich auch einen Kredit aufnehmen. Weil das wird sich auch früher oder später auszahlen. Ja, auch die Flugrouten würden sich auch auszahlen, was ich hier babbel eigentlich. Aber das würde sich noch mehr auszahlen. Ich bin übrigens schon im März, Junge, so weit waren wir noch nie. Ihr da draußen, ihr. 11 Millionen. Nicht mehr so viel, die machen starken Abwärts drin. Wie seine Aktien nicht mehr so viel wert, ne? Aber der ist so viel wert, ne? Was macht der mit seinem Geld? Jetzt wollen wir mal gucken. Oh, eine Anti-Sabotage, Anti-Werbung. Okay, na gut. Der gibt nicht mehr so viel an uns ab. Das ist schon ätzend. Das ist nicht gut. Wir müssen uns übrigens schon bald wieder Gedanken. Wir müssen uns schon wieder Gedanken machen, was wir als nächstes für eine Flugroute nieten. Ich würde sagen, wie gesagt, bei Frankfurt. Das finde ich ganz gut, die Idee. Macht man nicht verkehrt, da werden wir noch mal ein, zwei Mal Berlin mit reinbringen am frühen Morgen, damit sich das auszahlt. So läuft das. Aber eigentlich sind wir jetzt schon vorne. Ich meine, der ist zwar mehr wert als wir, aber wir machen halt deutlich mehr Gewinn. Weil wir am Anfang gleich gekauft haben. Ein großes Dankeschön an den Tobi. Ich glaube, der hat mir das damals erzählt, dass man Aktien kaufen kann. Das ist mir ein bisschen am Anfang entfallen und so. Aber ich war noch jung und unerfahren. Kommen wir gleich. Ich war noch jung und unerfahren, von daher kann ich mir das erlauben, doch. Wir können aber gucken, wie unsere Beliebtheit sind. Wir müssen auch, glaube ich, nochmal zum Restaurant gehen, ne? Mhm. Müssen wir das jetzt eigentlich nochmal machen? Wir können das mal nichts kaufen, schade. Von dem würde ich gerne... Oh, jetzt macht er wieder Gewinn. Gut. Was hat der jetzt so viel Gewinn? Oh, das ist falsch mit dem. Aber wir holen ihn trotzdem auf. Gucken genau, wie Routenbeliebtheit, wie die steigt. Ich denke, die wird steigen, weil wir haben ja recht gute Flüge, ne? 72, 79. Das sieht ja ganz gut aus. Müssen wir ja schon wieder bald die nächste Flugroute kaufen. Uiuiui. So, lass mal hier Tag überspringen. Wenn wir schon wieder bald die nächste Flugroute kaufen, nehmen wir wieder 7 Millionen oder so am Tag mehr ein. Und mittlerweile rechnet sich das einfach so extrem, das Geschäft, dass wir eigentlich schon ziemlich viel Geld einnehmen. Drei Punkte, Wahnsinn. Sieht aus wie ein Gesicht. Ich kriege einen Anruf, wie ihr hört. Das ist ziemlich peinlich. Ich bin gleich wieder bei euch.
guten Mann. Da sind wir auch wieder. Die Vodafone haben mich nämlich angerufen und haben mir, oh, sage und schreibe, 10 Euro Grundgebühr erlassen. Ist das nicht nett von dem Verein? Leute, ich kann euch Vodafone nur empfehlen. Aber nur, wenn er kündigt irgendwie. Sonst sind die da recht teuer. Aber mittlerweile muss ich sagen, bin ich bei Vodafone schon echt günstig dran. Und deswegen muss ich da rangehen. Sorry, Leute. Aber ich bin wieder da. Meine Mitarbeiter sind hochmotiviert. Seht ihr das nicht? Das ist nicht schön. Jetzt bin ich auch gleich viel besser drauf, wenn man so hört. Mensch, im Monat 10 Euro noch mehr. Ist doch schön. Das ist auch was, da hört man aber gerne, du. Das hört man ja auch selten, dass man jemand zu dir kommt und sagt, hey Junge, was halten Sie davon? Sie müssen weniger bezahlen. Hat man jetzt auch nicht jeden Tag. Schade eigentlich, hätte ich mir gewünscht. Wäre nicht verkehrt. Oh, wir haben auch bald hier eine Milliarde geknackt. Oh, je. Yeah. Aber der andere, der nimmt jetzt auch ganz schön zu. Ich weiß nicht, was der macht, aber auf jeden Fall nimmt der jetzt viel zu viel Geld ein. Müssen wir noch einen Tag überspringen, dann müssen wir uns die nächste Flugroute holen. Und sind auch schon wieder bald am Ende der Aufnahme, der ersten. Die aktuellen. Ja, und dann entlasse ich mich selbst ins Wochenende erstmal, vorausgesetzt. Weiß noch nicht, ob ich nochmal vorher aufnehme, aber ich hoffe, es klappt. Der Jens und der Tao, das wird witzig, aber wir werden euch davon auch ein Video machen, das erfahrt aber nochmal im Videoblog, den ich heute sicher noch aufnehmen werde. So, hier haben wir könnten übrigens jetzt einkaufen, aber ich würde gerne noch einen Tag warten, wenn ich nämlich... Obwohl, nee, warum müssen wir einen Tag warten? Ist ja Quatsch. Wir haben ja jetzt genügend Geld. Können wir doch sagen, hier, wir kaufen jetzt unser Flugzeug noch und schauen, wie weit es fliegen kann jetzt nochmal. Können wir jetzt auch nochmal dabei prüfen, wäre nicht verkehrt. Jetzt habe ich schon fast mir das iPhone 5 bestellt, aber da hat die nette Mensch gesagt, hey Junge, warten Sie lieber noch bis Juni, bis Sie Ihr iPhone bestellen, nehmen Sie die gültige Grundgebühr, denn da gibt es das neue iPhone. Da sehen Sie mal, auch die sind ganz, ganz nett und hilfsbereit, die Vodafone AG oder wie sie auch heißen. Wählen Sie aus der Liste eine Maschine, die Sie nachbauen. Nichtsdestotrotz heißt es trotzdem weiterhin, im Flugzeug darf nicht telefoniert werden. Ja, das wollte ich jetzt hier nur nochmal gesagt haben. 8443, das geht doch eigentlich, ne? Das ist eigentlich schon gut, ne? Diese Maschine möchte ich Wenn kaufen. Wenn Sie möchten, können Sie jetzt die Konfiguration eines Flugzeugs ändern. Wählen Nein, Sie möchte ich nicht. Denn ich also, sind wir ja zufrieden. Sind wir ja zufrieden mit unserem Meisterwerk, ne? Haben wir eine neue Flotte, ey, wir nehmen so viele Flugzeuge mittlerweile ein, ne? Das ist ja Wahnsinn, du. Das ist schon gut. Ne, erstmal müssen wir hier sagen, hier kommt Personal. Personal brauchst du auf jeden Fall erstmal, bevor wir hier weitermachen können. Da hier. Hallo Boss, was kann ich Ich möchte gerne neue Mitarbeiter einstellen. Bewerber hier aufgelistet, Boss. Wählen Sie einen Bewerber aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellen, um ihn bei unserer Airline zu beschäftigen. Da haben wir das erklärt. Oh, hallo. Aber übrigens meinen tollen Klingeton